Lotto-Millionär für ein paar Minuten. Für Vladi Voronin ist ein Traum geplatzt. Er ist einer der Lottospieler vom Mittwochabend, die mit ihren Zahlen in der ersten Ziehung gewonnen hätten. Doch die Ziehung wird für ungültig erklärt und muss wiederholt werden. Aus dem anfänglichen Glückspilz Vladi wird in nur kurzer Zeit der Pechvogel Vladi. Der 32-jährige BWL-Student erinnert sich. Ich habe in meinem Handy nach Zahlen geschaut im Internet und gesehen habe, dass ich gewonnen habe. Später habe ich einen Artikel gelesen, wo es stand, dass es ein Fehler war. Vladi Voronin ist sprachlos. Nur 22 Minuten dauert sein Glück. Dann kommt die Meldung der fehlerhaften Ziehung. Die Enttäuschung ist groß. Ich hatte gar keine Gefühle. Ich konnte wahrscheinlich das erstmal nicht glauben, dass es passiert ist. Also das eine, dass ich gewonnen habe. Und das zweite, dass es ein Fehler war. Einmal in 200 Jahren. Besonders bitter, Vladi hätte 6 Richtige getippt. Knapp 950.000 Euro wären sein gewesen. Wahrscheinlich hätte ich mir ein Musikstudio gebaut. Oder, ja doch, ich hätte mir ein schönes Musikstudio gemacht. Daraus wird jetzt erst einmal nichts. Aber der beinahe Millionär ist sich sicher, eine eigene T-Shirt-Kollektion soll's richten. Und ich versuche jetzt, T-Shirts mit Aufschrift 22 Minuten Millionär zu machen. Und meine Firma, meine Marke, meine T-Shirt-Marke nenne ich auch 22 Minuten Millionär. 22mm vielleicht. 22mm. 22 Minuten Millionär. Und dann mache ich meine Million. Ich werde es doch schaffen. Nicht mit Lotto, aber dank Lotto. Toi, toi, toi. Und wo ein solcher Wille ist, ist bekanntlich auch immer ein Weg. Ob mit oder ohne Millionen.